Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Starfield. Ich weiß, die momentanen Folgen sind ziemlich slow, wenig Action. Wir sind halt in der ersten großen Stadt und wie es in RPGs nun mal so ist, wir werden erstmal viele, viele Gespräche führen, Freunde. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst und einen netten Kommentar, damit ich weiß, dass hier noch einer guckt, Alter. Ich musste drei Projekte hintanstellen, weil niemand Zeit hat, um mir dabei zu helfen. Drei! Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Nee. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Das haben wir auf jeden Fall gehört, Alter. Wer ist denn Karl? Ein Kollege von mir, der mir helfen soll. Aber er nimmt die Sache wohl nicht ernst. Kein Wunder eigentlich. Die meisten Leute ignorieren einfach, was hier unten los ist. Was genau untersuchst du? Wir versuchen, einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Es ist eigentlich ganz simpel und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Oh, schön, ja. Ich kann dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. UC Surplus. Klar. Ey, Verteilerkästen alle ausstellen und dann den großen Hebel wieder anmachen, dreimal pumpen und dann den Knopf drücken. Das hat auch schon bei Jurassic Park richtig gut funktioniert. Oh, hier ist ein Krankenhaus oder sowas? Wenn du zusammengeflickt werden musst, kriegen wir hin. Erstmal muss ich gucken, ob ich hier was klauen kann. Ich meine, ausborgen. Ich klaue nichts. Könnte man zumindest gut pennen. Ich suche natürlich weiter. Ist das so eine Eisenlunge? Handle with care. Ne, das Englisch heißt Hantel mit Karre. Secure access. Da kommen wir nicht raus, obwohl der Exit steht. Full Food, würzige Würmer. Ey, ich will's euch erzählen, ne? Am Ende der letzten Folge stand ich da draußen noch und da lag irgendwas auf dem Boden, ich weiß nicht mehr, was es war. Und das war, da stand stehlen, ne? So wie hier. Also dieses rote Symbol. Ich wollte das aber nicht stehlen, sondern ich wollte das nur so hochheben und bewegen. Ich wusste nicht, dass das schon stehlen ist. Pharmazeutisches Labor. Ein Immobilisator. Dient der Stützung von verwundeten Gliedmaßen zur Behandlung von Leiden. Schlangenöl. Verbände. Okay, sowas können wir auf jeden Fall alles schon herstellen. Ich denke mal für alles andere. Hi. Für alles andere brauchen wir dann spezielle Skills. Unterschreibst du die Petition? Geile Friese. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Ein seltsamer Ort für eine Klinik, findest du nicht? Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen,
zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Reliant Medical? Du führst diesen Laden ganz allein? Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Sorge. Ist gut zu hören. Oh, ich gehöre zu SNN und würde dich gerne zu deinem Geschäft befragen. Es geht um einen Artikel, den ich zusammen mit einer Sekretärin schreibe. Du kommst von SNN? Das wundert mich aber jetzt. Normalerweise ist euch das Leben hier auf dem Unterdeck keine Story wert. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Wie ist die Lage derzeit auf dem Unterdeck? Auf dem Unterdeck ist es immer gleich. Gewalttätig und gefährlich. Ich schwöre, ich behandle hier mehr Wunden als damals als Navy-Sanitäterin. Oh nice, ich bin genau richtig hier. Kannst du mir ein bisschen über dich erzählen? Klar, wenn du möchtest. Nein. Ich heiße Talia. Ich bin hier auf dem Unterdeck aufgewachsen und seit über 10 Jahren Schwester auf der Krankenstation. Ich war Feldsanitäterin bei der UC Navy. Als der Koloniekrieg vorbei war, bin ich zurück aufs Unterdeck gekommen, um den Leuten hier zu helfen. Wie läuft's aktuell auf der Krankenstation? Auf der Krankenstation ist es immer hart. Wir haben keinen richtigen Arzt, nur mich. Und ich kann nicht alle behandeln. Die letzten paar Wochen waren besonders schlimm. Es geht gerade irgendeine Infektion um. Viele Kinder hier unten stecken sich an. Es bricht mir wirklich das Herz. Ich kann dir gerne helfen, sie zu beseitigen. What? Tut mir leid, das zu hören. Danke, das ist nett von dir. Ich kann nur hoffen, dass es besser wird. Solide Pflege. Neue Mission, solide Pflege. Das sollte an Informationen reichen. Okay, kein Problem. Sag Bescheid, wenn ich noch etwas für dich tun kann. Neue Mission, solide Pflege. Bin ich doof oder sehe ich das einfach nicht? Mission. Okay, strange. Wir machen mal hier in den Verteilerkasten. Das ist ja die Mission, die wir gerade bekommen hatten. Und auf dem Weg dahin quatschen wir einfach mit jedem, den wir hier so finden können, der einen Namen hat. Ne, anders als ein Gronkh, der ja Katzen mit Namen erschießt, quatschen wir mit allen, die einen Namen haben. Illegalen Neuroamps. Drogen? Mhm. Ja, die haben das an die Security übergeben. Bringt sonst nur Probleme. Schade. Bro, wir werden uns hier so krass verlaufen. Und Schaumstoffbecher. Zweimal? Alright. Eine Hautcremeflasche? Nee, danke. Medizinischer Injektor.
Ein Digi-Dietrich. Scheiße, den würde ich natürlich gerne klauen. Aber hier sitzt direkt jemand. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich habe übrigens eine Mod installiert. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber über der Munitionsanzeige, da ist übrigens unsere Gesundheitslinie. Die leert sich von rechts nach links. Die ist aber die ganze Zeit weiß. Und ich habe quasi eine Mod installiert, dass die dann so langsam orange wird. Und ab einem bestimmten Punkt dann rot. Weil obwohl man denkt, man hat es im Auge, man hat es nicht im Auge. Ich hoffe so... Bevor ich Jake traf, habe ich gesoffen. Er hat mir quasi das Leben gerettet. Ja. Dir auch, hallo. Ich mache abends Gelegenheitsjobs. Kisten schleppen, Regale einräumen, Böden wischen. Damit komme ich durch. Wie lebt sich hier so auf dem Unterdeck? Wie man sich's vorstellt. Miese Arbeit, noch miesere Bezahlung. Aber wenn die Lage richtig schlimm wird, zeigt sich, wie nett die Menschen sein können. Sogar hier unten. Im letzten Drecksloch. Bist du hier aufgewachsen? Nein. Ich bin wie viele Leute hergekommen, um Arbeit zu finden. Ich suche noch. Wer schon länger hier ist, kann schon gar nicht mehr einschlafen, wenn er keine Turbine hört. Geht mir vielleicht irgendwann auch so. Hast du noch einen Rat? Nein, nur streif deine Schuhe ab. Wenn du Schlamm reinträgst, muss jemand sauber machen. Und zwar meistens ich. Okay. Pass auf dich auf. Warum sollte er auch einen Rat haben? Hier kannst du ja nirgends hinfahren. Ah, ich bin so funny. Kais Wohnungsschlüssel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe so einen zittrigen Finger manchmal. Ja, nicht, dass ich aus Versehen einen erschieße hier. Aber wenn wir hier auf dem Unterdeck unterwegs sind, sollten wir vielleicht die Doom-Gedenkknarre auspacken. Ich hab ne Frage. Mit der Knarre im Gesicht, weißt du. Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Du machst hier keinen Ärger. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du bist hier jederzeit willkommen. Das sagst du jetzt noch, du kennst mich doch gar nicht. Gib mir eine halbe Stunde und dann glaub mir. Dann glaub mir. Ich bin nicht mehr willkommen. Ob das okay ist, dass ich hier einfach so... eingesperrt gerade. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Doch, ich weiß, wie ihr das seht. Ich habe ein paar Kommentare gelesen. Euch nervt Vasco auch ganz schön ab. Okay, warte, ich speichere mal, Alter. Wer weiß, wo wir hier reinlatschen gerade. Oh, wir sind auf der anderen Seite von Kais... Okay. Gewährt dauerhaft das Rezept für Nahrungsitems Shepherd's Pie. Boah, Shepherd's Pie richtig gut gemacht, Alter. Meine Mom macht richtig gutes Shepherd's Pie. Aber da haben wir quasi... Unser nächstes Heftchen, Alter. Toilettenpapier? Warum haben die keine drei Muscheln? Ich frage am besten gar nicht.
Freunde, wisst ihr, worauf ich mich freue, wenn wir anfangen... Wenn wir anfangen, unsere eigene Basis zu bauen, weißt du? Und wenn wir dann im ganzen Weltraum uns irgendwelche Sachen zusammensammeln, die wir dann in unserer Basis aufstellen und so. Da freue ich mich sehr drauf, Alter. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Warum? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen. Und bleib so lange du möchtest. Und komm jederzeit wieder. Wir müssen füreinander da sein. Deshalb hier habe ich jede Menge hungrige Mäuler zu stopfen. Essen zu das servieren. Hält uns ganz schön auf Trab. Was gibt's hier rüber zu erzählen? Mom, also Kai, hat das aufgebaut. Seit ich klein war, sorgte sie dafür, dass sich die Leute willkommen fühlen. Sie cool. hatte nur eine Regel: kein Ärger. Alle hielten sich daran und ließen ihre Differenzen vor der Tür, wenn sie hierher kamen. Nach ein paar Jahren brauchten wir aber mehr Credits, um so viele Münder zu füttern. War nie als Business gedacht. Wurde dann aber doch eins. Wenn die Leute für etwas Sicherheit und eine anständige Mahlzeit gern ein paar Credits liegen lassen, sagen wir nicht nein. Ich gehöre zu SNN und würde dich gern zu deinem Geschäft befragen. Absolut. Ein Artikel über den Laden? Da wäre meine Mutter mächtig stolz gewesen. Was willst du wissen? Wie läuft's so auf dem Unterdeck? Wie immer. Ich lebe schon mein ganzes Leben auf dem Unterdeck. Und es hat sich nie irgendwas verändert. Die UC-Regierung verspricht alle paar Jahre, dass sie hier aufräumen. Aber es gibt immer noch so viel Kriminalität und Armut wie in meiner Kindheit. Deswegen ist das Restaurant so wichtig. Nirgendwo sonst auf dem Unterdeck fühlen sich die Menschen sicher. Schreib das in den Artikel, okay? Darauf bin ich echt stolz. Kannst du mir ein bisschen mehr über dich erzählen? Ja, klar. Ich bin Theresa Mason. Das ist mein Haus. Meine Mutter ist Kai. Die Kai. Ich bin quasi mit dem Restaurant zusammen groß geworden. Mom hat es mir vermacht, als sie in Rente gegangen ist. Der Laden ist mein ganzer Stolz. Ich stecke meine ganze Energie hinein. Deine Mutter ist Kai? Die Kai? Die heißt Die Kai oder ist es Die Kai? Wie laufen aktuell so die Geschäfte? Das Geschäft läuft. Wie immer. Wir tolerieren weder Gewalt noch Respektlosigkeit. Das mögen viele Leute und kommen her. Nur eine Sache beunruhigt mich ein bisschen. Eine Gruppe von Gästen, die neuerdings öfter hier sind. Sie beobachten immer den UC-Surplus-Laden, glaube ich. Ich fürchte, die planen irgendwas. Wir haben den Ruf, ein sicherer Hafen zu sein. Ich will wirklich nicht, dass so etwas mit uns in Verbindung gebracht wird. Ich kann mich für dich darum kümmern. Oh, das wäre wirklich toll. Ich fände es schrecklich, wenn etwas passiert und ich nichts unternommen habe, um es zu verhindern. Komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. Dann besprechen wir das genauer. Das sollte fürs Erste reichen. Klasse. Sag mir Bescheid, wenn der Artikel erscheint, ja? Ich will ihn lesen. Wait a second. Die Mission, die wir angezeigt bekommen haben... Nee, doch nicht. Ich dachte, vielleicht ist es... Ey, erzähl mir nicht, dass wir zu ihr wirklich sagen können, dass wir uns um die Kinder kümmern, dass wir die vernichten, Alter. Drei Schusswunden in einer Woche. Man merkt, wo die Priorität... Ich möchte den kranken Kindern in deiner Praxis gerne helfen. Das hört sich deutlich anders an, als ich kann... Ich weiß nicht mehr, was stand da? Dass sie verschwinden oder irgendwie? Oh, du hast daran gedacht. Ich bin gerührt, wirklich. Nicht geschüttelt? Ob du uns helfen kannst, gar keine Frage. Alle Kinder haben denselben Magen-Darm-Infekt. Aber ich kann ihn nicht genau diagnostizieren. Pädiatrie ist nicht mein Gebiet. Aber einer meiner Kollegen, Dr. Lebedev, ist der Experte. Wenn ich seine Notizen hätte, könnte ich die Krankheit sicher diagnostizieren und behandeln. Hast du eine Idee, wo Dr. Lebedev... Ey, der Name kommt mir bekannt vor. Haben wir den nicht schon kennengelernt? Er arbeitet oben bei Reliant Medical. Ist ganz leicht zu finden, zwischen dem Mast und dem Orion Tower. Dr. Lebedev ist immer da. Kannst du mir mehr über die Lage erzählen?
Wir haben in letzter Zeit ungewöhnlich viele kranke Kinder auf der Krankenstation. Sie haben alle dieselben Symptome, aber ich kann die Ursache nicht eingrenzen. Es ist nicht tödlich, aber ich habe auch noch keine wirksame Behandlungsmethode gefunden. Das macht mir Sorgen. Ich kann die Aufzeichnung für dich besorgen. Danke, das ist wirklich nett. Ich kann leider nicht gehen, sonst ist die Krankenstation unbesetzt. Okay. Ey, Freunde, ich bin froh, dass wir nochmal zurückgegangen sind und nochmal nachgefragt haben. Weil ich fand das sehr, sehr weird, dass man sagen konnte, yo, die Kinder? Ich kann mich um das Problem kümmern. Ich kannte mal jemanden, der jemanden kannte. Nimm's nicht persönlich, wenn ich nicht zum Plaudern vorbeikomme. Zu viel Arbeit, zu wenig Leute. Ich kann für dich herausfinden, was diese verdächtige Kundschaft im Schilde führt. Würdest du das tun? Das wäre sehr nett. Ich habe sie heute beim UC Surplus rumhängen sehen. Sie kamen mir sehr verdächtig vor. Warum glaubst du, dass sie etwas im Schilde führen? Sie kommen seit ein paar Wochen regelmäßig her. Und sie sitzen immer nur auf dem Balkon und beobachten den UC Surplus. Ich dachte, ich hätte sie von einem Raub sprechen hören, aber ich bin mir nicht sicher. Sobald sie mich kommen sehen, hören sie auf zu reden. Ich werde es gleich im Sicherheitsbüro melden. Ich kümmere mich darum, bevor es Ärger gibt. Das ist der falsche Ansatz. Kai ist der einzige sichere Hafen auf dem Unterdeck. Ich kann keine Gewalt gutheißen. Wenn sich jemand um sie kümmert, dann die Security. Aber ich muss sicher sein, dass sie auch wirklich was im Schilde führen, bevor ich zur Security gehe. Ich will niemanden grundlos anschwärzen. Kannst du nicht ein wenig Detektivarbeit betreiben? Vielleicht hast du ja Glück und kannst sie belauschen. Wir können überlegen, was wir tun, wenn wir wissen, was sie wirklich vorhaben. Ja, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ich hätte ihnen jetzt einfach den Kopf weggeschossen. Ich habe so einen komischen Ausschlag am Oberschenkel. Ich glaube, mein Pilotensitz reibt einfach. Unmöglich. Ich habe überlegt, mir ein Kissen zu besorgen. No way. Hey, hörst du mich? Ich glaube, das funktioniert. Ich habe nur eine grobe Übersicht, aber du müsstest in der Nähe des ersten Verteilerkastens sein. Irgendwo an der Wand. Mach ihn einfach auf und leg den großen Schalter um. Ich würde gerne was probieren, um ehrlich zu sein. Ich würde einfach gern wissen, ob das funktioniert. Ist hier irgendwas? Ein Stift? Stift wäre perfekt, um ehrlich zu sein. Okay. Pass auf, in Skyrim war es so, Sachen, die so ausgelegt waren, wenn du die hochhebst und rausträgst, das ist ja stehlen. Wenn du aber sie irgendwie mit einem anderen Gegenstand hochhebst, und dann rausträgst, da wo dich keiner mehr sieht, und es dann einpackst, dann ist es zwar immer noch stehlen, aber er hat dich ja nicht gesehen. Ich find's komisch, dass die uns in dem Game hier überall so langlaufen lassen. Ich würde es gerne ausprobieren, Freunde. Funktioniert das noch? Bro, was? Da stand nicht, dass es Diebstahl ist, oder? Der Stift?
Ja, komm schon. Was? Was ist mit ihm los? Alle rasten aus, weil ich einen Stift immer in der Hand habe. Okay, aber ey, es würde funktionieren. Wir könnten das tatsächlich irgendwo hin manövrieren, Alter, wo wir, wo wir dann... Ey, hier gibt's ja richtig geilen Scheiß, ne? Geschäfte gehen immer. Ich habe überall Kontakte. Es ist nicht immer alles auf Lager, aber ich kann alles beschaffen. Gefällt dir das Leben auf dem Unterdeck? Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt sie. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Gibt es in den UC viel Überschuss? Sieh dich um, was glaubst du? Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Lass sehen, was du hast. Ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. Profis. Laserpistole. Modifizierten Sidestar. Optimierten Sidestar. Schalldämpfer. Das ist schon cool, Alter. Der hat aber mehr Rucksäcke an der Wand hängen, als er hier verkauft, ne? Nur mal so. Poncho Siedler. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir immer noch mit irgendwas rumlaufen, was absolut geklaut ist, ne? Weiß aber nicht mehr, was das war. Ich glaube, Robo-irgendwas-Teile. Pass auf dich auf, okay? Du auch auf dich. Ich weiß nicht, Isaac. Wird schwer, da einzusteigen. Aha, die wollen nur, dass du das denkst, Louis. Siehst du irgendwo UC Security? Nein, aber... Aber nichts. Ich sage, wir schlagen zu, solange das Eisen noch heiß ist. Ich glaube, diese Heilige bei Kai will uns verpfeifen. Die hat uns letztes Mal ziemlich schräg von der Seite angeguckt. Ja, oder? Jetzt oder nie. Wir machen es heute Nacht. Das klappt schon, vertrau mir. Rein, raus und zur letzten Runde sind wir im Jakes. Wenn wir das hinkriegen, sind wir hier richtig große Tiere. Ich habe noch nie jemanden so etwas versuchen sehen. Du musst mir vertrauen. Das wird schon.
Wenn du meinst, Isaac. Wenn wir das hinkriegen, schwimmen wir in Credits. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Mir reicht's, dass du immer an mir zweifelst, Louis. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wenn Ricks Infos stimmen, wird das ein Kinderspiel. Wir belauschen sie. Was sehr unwahrscheinlich ist. Hey, ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Ich muss wohl an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Wenn Ricks Infos stimmen, wird das ein Kinderspiel. Was sehr unwahrscheinlich ist. Du musst mir vertrauen. Das wird schon. Wenn du meinst, Isaac. Wenn wir das hinkriegen, schwimmen wir in Credits. Ich habe noch nie jemanden so etwas versuchen. Was guckst du so? Ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Hey, wir unterhalten uns hier, okay? Verpiss dich. Was weißt du über diesen Laden? Du bist nicht von hier, oder? Das ist der UC Surplus. Die verkaufen alten Militärkram. Unterhaltet ihr euch darüber, wie ihr diesen Laden ausrauben wollt? Ausrauben? Ist du verrückt? So engelsgesichtige Burschen wie wir? Vergess es. Geh mal zum Ohrenarzt. Ja, geh mal zum Ohrenarzt. Und wenn wir den Laden ausrauben wollten, würden wir sicher nicht mit dir darüber reden. Ich meine, wer plant schon mitten auf der Straße einen Raubzug? Louis, ernsthaft. Ein Wort noch und ich schleppe dich nach oben und ertränke dich im Wasserfall. Und du, verpiss dich, habe ich gesagt. Halt dich aus unseren Angelegenheiten raus, sonst wirst du ausgeraubt. Wenn du meinst, Isaac. Putz dir mal die Zähne, du Spinner. Sind wir hier richtig große Tiere. Perfekt, gut gemacht. Okay, das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Oh, wow, ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay. Prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht ein oder zwei Etagen höher? Sorry, ist weit. Du musst mir vertrauen. Das wird schon. Wenn du meinst, Isaac. Wenn Ricks Infos stimmen, wird das ein Kinderspiel. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Mir reicht's, dass du immer an mir zweifelst, Louis. Dann melden wir das jetzt erstmal. Es wird bestimmt gar keine Konsequenzen für uns haben. Hier ist jeder weg. Hier gibt's jede Menge hungrige Mäuler zu stopfen. Das hält uns ganz schön auf Trab. Ey, du hattest recht. Diese Typen wollen den UC Surplus ausrauben. Mist. Ich wollte gern falsch liegen. Tja, dann ist das wohl geklärt. Wir müssen die Behörden einschalten, bevor sie den Raubzug durchziehen können. Am besten gehst du direkt zu Officer Endler bei der Security. Er kümmert sich um die Sache. Wenn er dir Ärger macht, sag ihm, ich habe dich geschickt. Damit ziehst du ihn auf deine Seite. Kennst du Officer Endler? Quasi. Er ist Stammgast und ich habe schon öfter Verbrechen bei ihm gemeldet. Er ist fairer als die anderen Security-Leute auf dem Unterdeck. Wo finde ich denn das Sicherheitsbüro? Geh zur Tür raus und nach links. Ganz am Ende der Straße, ist eigentlich kaum zu verfehlen. Alles klar, ich gehe sofort zum Sicherheitsbüro. Danke. Sag Bescheid, wenn du es gemeldet hast, ja? Alright. Ich hätte hier auch einfach wegblasen können. Mit meiner Pumpgun. Apex Electronics. Was willst du? Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Was glotzt du so? Brauchst du was? Mir gefällt deine Einstellung nicht. Tja, Pech gehabt. Und weißt du was? Ich kann dich auch nicht leiden. Ich finde dich sogar so abstoßend, dass ich Lust habe, dich auf der Stelle zu verprügeln. Na, was sagst du? Wollen wir uns 10 Runden liefern? Okay, dann los, kleiner Mann. Du hast Glück. Ich hab mir die Hand verletzt, als ich das letzte Mal einer Blitzbirne wie dir die Lichter ausgeknipst hab. Mein Arzt sagt, die Heilung könnte ein paar Monate dauern. Aber ich sag dir, sobald meine Hand in Ordnung ist, erlebst du was. Was machst du hier unten? Warum fragst du? Bist du von der Security?
Das Gesetz und ich sind keine Freunde. Ja, du hast eine gewisse rebellische Ausstrahlung. Aber vielleicht willst du auch nur, dass ich das denke. Und ich erzähle sicher nicht jedem, der hier reinspaziert, alles über meine Operation. Jedenfalls noch nicht. Ist hier irgendwas Interessantes los? Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Endlich! Du hängst mir schon zum Hals raus. Code des Cyberrunners. Kritische Treffer mit Laserwaffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Freunde. Ich helfe Henrik gelegentlich. Nicht mehr so oft. Aber das ist schon in Ordnung. Okay, ey. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Starfield. Wir erleben viele Sachen, Alter. Wir müssen jetzt erstmal das ganze Verbrechen, das hier stattfinden wird, melden, bevor es stattfinden wird. Ja, deswegen tun wir das in der nächsten Folge. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.